Ein fröhliches Hallo hier aus der Evangelischen Marienkirche in Niederweidbach. Dieser Sonntag heißt Kantate und Kantate heißt singt. Das ist also eine Aufforderung. Also singt, singt miteinander, singt Gott, singt dem Herrn ein Lied, gerne auch ein neues Lied. Das geht ja gerade nur allein oder mit den engsten Personen. Also singt im Auto, singt im Wohnzimmer, singt unter der Dusche oder in der Badewanne, singt im Wald, singt Gott ein Lied. Christen und Christinnen singen, auch wenn sie unmusikalisch sind. Sucht euch die passende Playlist in der App, schlagt euer Gesangbuch auf, da ist für jeden und für jede was dabei und für jede Lebenslage. Singen ist eine Form der Spiritualität. Wie das Beten kann das Singen Lob und Dank, Bitte, Klage und Trost ausdrücken. Die Hoffnung der Christen und Christinnen ist mit Freude und Fröhlichkeit verbunden, mit Tanzen, Lachen und Singen. Also Kantate, singt, singt miteinander, singt Gott, macht es wie die Engel, singt dem Herrn, Ehre sei Gott in der Höhe. Ich lese eine Liedstrophe aus dem EG Plus, Lied Nummer 96. Gott wird angesprochen. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. Die Töne, den Klang hast du mir gegeben, von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen, du Zukunft des Lebens, dir sing ich mein Lied. Und ein Segenswort für dich. Gott, der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft stärke und segne dich und schenke dir Frieden und immer wieder ein neues Lied auf deinen Lippen. Amen.